Moin, ahoi die Landratten. Und, wie seid ihr drauf? Ihr seid gut drauf. Genau, das seid ihr. Ja, willkommen zurück bei Let's Play World of Warship, ein neues Projekt auf meinem Kanal bei Remco LP. So, würde ich sagen, wir fangen an mit der Dresden. Klasse 2 ist ein deutsches Schiff. Die Deutschen haben noch nicht so viel. Überlegenheitsfähigkeit, Artillerie. Also Artillerie ist sie wirklich schwach, die Dresden. Ne? Also sie kann hier gegen so größere... Ja, da ist sie hier Shikuma oder was weiß ich hier oder hier so. Also Schlachtschiffe und so, ne? Da habt ihr aber in den Schlachtschiffen meistens, dass die so ein dicht, so eine Panzerung haben. Und das siehst du. Ne? Also wo denen ihre dicke Panzerung ist. Und bei den Schlachtschiffen musst du mit der Dresden. Oh, hier. Hallo? Musst du mit der Dresden? Hier so, ne? Siehst ja hier genauso. Ja, der hier so ein. Was siehst du, ne? In der Mitte ist die dicke Panzerung. Ja, immer mit der Ruhe, nicht so laut. In der Mitte hast du halt immer so, ne? Und damit hast du halt die dicke Panzerung gelesen, ne? Da hast du natürlich auch keine Bullaugen, keine Fenster, nix. Da, wo das erste Geschütz ist, die Seitengeschütz unten. Ne? Das ist jetzt so dreht, so, ne? Dieses so. Da hört bei mir die Panzerung auf, die Schwere. Das heißt, die wissen das und die schießen mir hier hinten rein. Nicht gerade die feine englische Art, aber das würde jeder so machen. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich würde mal sagen, wir gucken uns das an. Jo, genau, gleichfalls. Und damit ihr mich auch besser versteht, meine Fresse ist das laut, machen wir mal hier die Soundeffekte. So. Allgemein so. Sprachnachrichten so. Maschinengeräusche so. So. Ich würde sagen, das passt, ne? So, nice. Mal gucken, da haben wir schon einen. So, was gibt's auch noch zu sagen, wenn du mit dem Schiff fährst? Also. Du musst dich aufpassen vor Torpedos, ne? Und ich wurde schon entdeckt. Ich weiß nicht von wem. Das heißt, wir müssen uns jetzt zurückdrehen, weil ich habe, na siehst du da, ich habe nämlich diese Fähigkeiten entwickeln lassen, also ne, geforscht. Sie mich entwickeln, also das, wenn sie mich entdecken, dass ich jetzt, oh, wegdrehen. So, Feuer, Feuer, Feuer. Boah, da sehe ich schon, oh, da kriegt der gut mit. Habt ihr gesehen, ne? Ist nicht die Welt, was ich anrichte. Das ist das Schiff derselben Bauart, ne? Ja. Hat die Wut getroffen? Oh, verdammt. Hab ich nicht aufgepasst. Oh. Drecksack, du. Oh, verdammte Axt. Oh, stopp. Das können wir noch mit den Heckgeschützen ballern. Boah, habt ihr ihn gesehen, da wurde er zerfleddert. Aber mir würde... Ach, ich kann auch reparieren, ich Idiot. Dann fahren wir mal hier raus. Gibt's zu sagen, ne? Die Dresden ist eigentlich ziemlich stark bewaffnet für ihre Klasse. Oh Gott, ich sehe auch schon wieder richtig zerballert aus. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ne? Wir lernen ja alle noch. Ich habe das mal... Boah, vor geraumer Zeit gespielt. Die wird hart mitgenommen. Vor geraumer Zeit habe ich das mal gespielt und das ist schon lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. So, jetzt versuche ich mein Glück wieder mal, ne? Weil wir haben ja schon lange nicht mehr gespielt. Würde ich sagen, Autopilot. Autopilot aktiviert. Na, dann brauchen wir nicht so auf die Karte gucken. Haben wir volle Kraft voraus. Und ab geht er. Natürlich ist es auch immer ratsam, immer Schlängellinie zu fahren oder sonstiges. Die Gegner ist nicht so leicht. So, jetzt haben wir mein Autopilot deaktiviert. Oha. Das ist nicht gut. Die sind außerhalb der Reichweite, ne? Also zwei Shikumas, ja. Das ist schon mal ganz schön schlecht, weil die haben größere Reichweite als ich. Also mache ich jetzt, dass ich hier wegkomme. Aber noch haben sie mich nicht entdeckt, wie ihr seht. Und sobald ich feuere, hat sich das geändert. Dann wissen sie auch, wo ich bin. Dann wären wir auch schön doof. Wenn wir jetzt einfach mal so sagen würden, hey, hier bin ich. Knall, knall, guck sie dir, jetzt sind sie nicht aufgetaucht. Aber das wären wir so losen, so wie es aussieht, ne? Oder wir... Ja, ich fahre jetzt mit den anderen mit, genau. Wir machen... Ja genau, wir kommen von der anderen Seite.
Das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen besser. Dann hat der Gegner es schwerer. Dann konzentriert er sich nicht nur auf mich. Und wir hoffen, dass wir lange unentdeckt bleiben. Was ein bisschen schwer fällt bei den. Bei den Schornsteinen, die wir haben. Da seht ihr ihn nämlich schon. Da seht ihr ihn nämlich schon. Dann kommt er jetzt langsam. Tuck, 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 tuck. Wir werden auch nicht drauf schießen. Wäre ja schön blöd. Wir fahren hier rum um die Insel und hoffen, dass wir das schnell genug sind, die wir von hinten angreifen können. So, Torpedos hat die Dresden leider noch nicht. Aber ich glaube, die Schlachtschiffe, die späteren, die haben dann schon Torpedos. So. Mal kommen die an. Da seht ihr auch auf der Karte hier, ne, diesen Radius, ne? Wo ich jetzt hingucke, da, hier seht ihr auch. Das hier ist dann, guck, da gucke ich gerade und wo dieser innere Kreis ist auf der Map. Punkten. Das ist meine Reichweite und das ist auch nicht wirklich weit. Chester. Oh. Guck mal. Das ist schon mal gut. So, und ich werde jetzt gleich um die Ecke kommen und dann werde ich mal ein bisschen rumrutschen. Hoffen, dass das auch was wird. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Oh. Jetzt haben sie uns nicht entdeckt, seht ihr? So, Feuer. Ja, normalerweise macht man eigentlich erstmal hier so gucken, ne, wie weit die weg sind und so. Macht ein paar Fangschüsse, aber... Oh, das hat richtig gut geklappt. Dann kriegt er gleich die nächsten rein, komm. Die gehen alle daneben. Nee, doch nicht. Boah, nice. Boah, guck mal, habe ich sogar schon einen zerstört. Ihr seid live dabei. Einer hat getroffen, alle daneben ganz knapp. Na, ja, der scheint wohl AFK zu sein, aber das ist egal, das nutzen wir gleich aus. Wir müssen ja auch zur Potte kommen. Komm jetzt hier. Damn. Oh. Oh. Na, da seht ihr. So früh gefreut. Okay, jetzt müssen wir hart wenden. Schaffen wir das? Oh. Oh. Müssen wir natürlich wechseln. Okay, andere Seite wieder fahren. Oh. Oh, der trifft uns. Oh, doch nicht. Ne, jetzt macht er nicht Fangschüsse, wie ihr seht. Guck. Der fängt auch nicht an zu brennen, ne? Krass. So, im Brandgesteck, das ist schön. So, Hauptgeschütz getroffen, das können die nämlich natürlich auch. Die können nämlich den ihre Hauptgeschütze zerstören. So, jetzt schießen sie an die Sekundärbewaffnung, ne? Die hat mich natürlich im Brand geschossen, auch nicht schlecht. Meine Sekundärbewaffnung habe ich anscheinend nicht. Wow, da kommen sie. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ah, ja, na sicher. Und genau der hat mich jetzt im Rad geschossen. Wow, okay.
Schießen wir zurück. Weg, sag ich dir. Du, schnell weg! Unser Team hat richtig klanglos verloren, wie man sieht. Ich brenne jetzt ab hier, oder was? Och Mann. Aber so leicht nicht! Oh! Hast du gesehen? Alter, das war knapp. Oh, guck, da kommt schon wieder die nächste Salve. Oh. Habe ich keine Chance. Renn ja auch schon so gut. So, ein Schlachtschiff. Die Erie. Ach, ärgerlich. Guck mal. Ja, haben wir verloren. Nice. Naja, was soll's, ne? Erste Gefecht. Ganz nett. So, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten, ihr Landraben.